Frühstück bei Tiffany's oder bei Ronald. Ich weiß es nicht. War da ein Film, oder? Ich weiß es gar nicht, ey. Guten Morgen zusammen. Heute habe ich mal das neue McDonald's-Frühstück parat. Zumindest einen größeren Auszug daraus. Einmal den McMuffin Sausage and Egg. Dann einmal den McWrap mit Rührei und Bacon. Des Weiteren den Big Morning Chicken mit einem echten Brötchen. Wow. Und ein McToast mit Bacon and Cheese. Und zu guter Letzt noch ein Nachtisch. 6 Mini-Pancakes mit einer Schokosoße. Dann probiere ich mal den Big Morning Chicken. Das ist halt im Prinzip einfach nur ja, ein ganz normales Brötchen mit einem normalen Chicken Patty von so einem Chicken Burger. Und dazu gibt es noch hier so eine cremige Käsesoße, einen Salat und auch Tomaten. So gesehen, sieht schon recht frisch aus, wie so ein Brötchen vom ja, so einem Backwerk oder so, würde ich einfach mal sagen. Mal probieren. Mmh. Das ist echt gut. Boah. Also eine leckere Kombination aus Zutaten. Ich finde, das Brötchen ist schön weich. Und auch die Soße, das macht das Ganze wirklich sehr frisch mit den Tomaten noch zusammen. Und ja, so gesehen, der einzige und allein, vielleicht das Chicken Patty hat da nicht so viel drauf zu suchen. Aber es schmeckt so in der Kombination. Kann mir aber vorstellen, dass das mit dieser... ja, mit diesem Sausage Bun oder mit diesem Sausage Patty ein bisschen besser geschmeckt hätte. Als nächstes probiere ich dann diesen McMuffin mit diesem Sausage and Egg drauf. Halt, ich habe hier so ein Toastbrötchen, den Käse, Ei und halt eben so ein, ja, so ein Würstchen Patty. Mal sehen. Mhm. Hm? Gab's das nicht schon mal irgendwie? Kommt es mir bekannt vor. Auf jeden Fall finde ich dieses Sausage Patty um einiges besser als das mit diesem Chicken. So gesehen, schon sehr lecker. Schmeckt ein bisschen nach Bratwurstbrät, sage ich einfach mal. Und das Ei, ich meine, ist wie ein Ei. So gesehen, aber eine leckere Kombo. Gar nicht mal so übel. Als nächstes habe ich dann dieses neue McToast in Anführungszeichen mit diesen Burger Buns halt anstelle des Toasts. Und ja, da ist noch Käse drauf und Bacon. So gesehen erwarte ich jetzt nicht so viel, aber mal sehen. Mmh. Was soll ich sagen? Ja, meins hat jetzt ein bisschen längeren Transportweg hinter sich, schmeckt aber so gesehen voll in Ordnung. Ich glaube, wenn es ganz frisch wäre, geht es total klar. Das schmeckt auf jeden Fall um einiges besser als diese alten McToasts. Also diese Burger Buns, ich meine, ist ein bisschen ulkig, aber erfüllt seinen Zweck und schmeckt ganz gut. Als nächstes probiere ich auch wieder den neuen McWrap mit Rührei und Bacon. Hier habe ich halt, wie schon gesagt, eben ein Rührei drauf, dann eine würzige Soße und auch einen cremigen Käse, so wie es da steht. Des Weiteren halt noch Bacon, Salat und noch Röstzwiebeln drin. So gesehen die Kombo, gefällt mir schon mal. Mal reinbeißen. Mmh. Mmh. Boah, also den finde ich auch total lecker, sehr frisch durch den Salat und diesen Käse wieder. Ich weiß nicht, würzig vielleicht. Ich finde aber, was hier eher raussticht, ist so dieser leichte Röstzwiebelgeschmack. Also wirklich schon echt lecker. Also für so ein Frühstücksteil geht klar. Zuletzt habe ich diese Mini-Pancakes, die so ein bisschen an Poffertjes erinnern. Aber jetzt meine sind ein bisschen härter als das, was ich gewohnt bin. Ich weiß nicht, ob die weicher sind, wenn man sie frisch holt. Mal sehen. Also ich habe hier noch so eine Schokosoße dazu geholt. Ich habe reichlich Schokosoße bekommen. Oh yeah. Mal sehen. Mmh. Schmeckt auch voll lecker. Ja, geht klar. Also nochmal, ich weiß nicht genau, ob die wirklich weich sein sollen. Ich hoffe, wenn ja, dann sind sie es bei mir halt eben nicht. Knusprig aber. Und ich finde, die schmecken so wie diese ja, Pfannkuchen, die man im Laden kaufen kann. Die so eingerollt sind schon oder so, wisst ihr. Geht schon klar, ist in Ordnung. Ich meine, es ist Mc's, ne? Und die Schokosoße dazu,
Ja, also der Pancake ist ein super Träger für die Schokosoße. Sagen wir es so. Ja, das war mein heutiges Video zu dem neuen Frühstück von McDonald's. Es gibt natürlich noch zwei, drei Produkte, die ich jetzt hier nicht in dem Video hatte, aber die unterscheiden sich, glaube ich, nur minimal. So gesehen finde ich schon, dass man das probieren kann. Schmeckt auch echt gut. Habt ihr das Frühstück schon probiert? Ich meine, ist ja schon ziemlich früh, aber auf jeden Fall gibt es ja schon so Verrückte, die das machen. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Und ansonsten sehen wir uns bis bald bei Spockofotz. Und bin ich nicht dann einer von den Verrückten? Hä? Guten Morgen zusammen. Heute gibt es Freues. Jetzt kann das halt sein, dass gleich der Hermesfahrer kommt. Und das ist richtig dumm einfach nur. Deine Sendung wurde in das Zustellfahrzeug geladen. Voraussichtlich heute kommt deine Sendung. Ach ja, okay, gut. Das klappt vom Deutschen, ja. Ich habe schon gedacht. Leckere Kombination an Zutaten. Also die ja. Zu guter Letzt hier habe ich diese Heute ist der Wurm drin. Oder der Pancake. Hui. Die sind bei mir schon ein bisschen härter. Ich weiß nicht, ob die fluffig sind, wenn man die... Hi. Danke. Ciao. Jetzt kam Hermes doch. Verdammt. Ich muss kurz auspacken. Schuhe und ein Messerschärfer from China. Interessant. Schöner Messerschärfer. Nice, 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 nice. Mal Schuhe günstiger geholt als sonst. Puh. Oh mein Gott. Memo an mich selbst, nicht an diesen Schuhen riechen, wenn die frisch hier hinkommen. Alter. Oh. Puh. Okay, Farbe ist so Geschmackssache. Ist okay. Ah, warum rieche ich nochmal? Ah, verdammt. Ja. So viel dazu.